Kunst. Für manche ist es einfach schön, sie anzuschauen. Manche haben gar kein Gefühl dafür. Für andere ist sie eine Leidenschaft und Ausdrucksform. Wie für den Künstler Robert Kessler. Sein Steckenpferd ist die sogenannte Social Kinetic Art. Das Stichwort lautet Bewegung. Wie entsteht sie? Was löst sie aus? Damit beschäftigen sich Kesslers Werke. Klingt kompliziert. Der Betrachter muss auf jeden Fall aktiv werden. Was diese Kunstwerke brauchen, ist, dass Menschen sich damit auseinandersetzen, sich dafür Zeit nehmen und dann bekommen sie auch was geschenkt durch das Werk, bestenfalls, was mir oft bestätigt wird. Ich habe auch schon Situationen gehabt, also eine Ausstellung über den Tod gemacht, wo Menschen geweint haben. Das hätte ich nie gedacht, dass das geht mit solchen Werken, dass die so berührt waren. Hinter jedem Werk von Robert Kessler steckt viel Recherche. Wie wirken Kräfte? Wie wirken sie sich aufeinander aus? Kessler konzentriert sich aber nicht nur auf solche wissenschaftlichen Fragen, sondern auch auf die Menschen in seinem Umfeld. Ich habe irgendwann verstanden, dass zu meinen Recherchen, die ich für Themen unternehme, die Begegnung mit Menschen gehört, die mit dem Thema zu tun haben. Und immer, wenn ich die besuche und spreche, auch zum Beispiel bei Gedenkstätten für Flugzeugabstürze und ich spreche mit den Hinterbliebenen, dann fange ich an, was zu fühlen. Und das ist eigentlich die Quelle meines Schaffens und Gespräche mit anderen Menschen darüber. Robert Kessler lebt von Beziehungen, von dem Impuls der Zeit. Er hat immer wieder neue Ideen, immer wieder neue Formen im Kopf. Jetzt will er Aschaffenburg mit seiner Kunst verschönern. Eines seiner Kunstwerke befindet sich zurzeit in der Hochschule Aschaffenburg. You Between, also du zwischendrin heißt es. Eine kinetische Arbeit, die interaktiv ist, wo man sich auf diese farbigen Sitzstellen hinsetzt und dadurch das Werk in Betrieb nimmt. Es ging letztlich darum, zur Mechatronik, die hier unterrichtet wird, auch eine Beziehung herzustellen. Kommunikation spielt in vielen seiner Werke eine Rolle. Aber was ist ihm noch wichtig? Ich finde ästhetische Formen wichtig, weil Werke irgendwie so eine Art Ästhetik haben sollten, die Menschen anspricht. Ja? Und das andere ist, wenn sie fähig sind, mit den Menschen zu kommunizieren und Inhalte freizusetzen, die Menschen bewegen, dann würde ich sagen, ist es ein gutes Werk. Robert Kessler lebt für die Kunst. Vor einem Dreivierteljahr hat er sich in Aschaffenburg niedergelassen. Auch hier hat er einiges vor. Also im Rahmen meiner Arbeit interessiere ich mich ja für Situationen und Orte und auch für menschliche Geschichten, die wirklich von Bedeutung sind für einen Ort oder eine Stadt zum Beispiel. Und ich habe hier in Aschaffenburg auf jeden Fall einige Dinge erfahren, die von großer Bedeutung sind und für die ich gerne eine Arbeit machen möchte. Und so viel kann ich schon verraten. Ich bin mittendrin. Robert Kessler liebt, was er tut.